Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von FFBL, der Talk, der zweite in dieser Saison. Und natürlich haben wir uns wieder einen hochkarätigen Gast eingeladen, wieder von der deutschen Nationalmannschaft. Sprich, sie ist Vize-Europameisterin, aber auch Doublesiegerin dieses Jahres mit dem VfL Wolfsburg. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Tabea Wasmut. Ja, hallo. Hi. Ja, ich habe es gesagt, Doublesieger letzte Saison im VfL, dann kam dieses Riesen-Highlight, dieser Sommer in England, diese Vize-Europameisterschaft. Wie war es denn jetzt für dich, nach dieser EM wieder in den Liga-Alltag reinzukommen? Ja, ich glaube, dass es eine sehr besondere Vorbereitung dieses Jahr war. Ich glaube, dass es wahrscheinlich selten so kurze Vorbereitungen gibt, aber ich glaube, das war fast für alle Mannschaften, die jetzt Spielerinnen bei der EM hatten, so. Ja, ich glaube, es war eine kleine Herausforderung, dass man in der kurzen Zeit dann trotzdem sich wieder einspielt. Aber ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Und ja, ich denke, dass man dann nach und nach für die nächsten Spiele sich wieder einspielt und in den Flow kommt. Ja, ihr habt ja eure erste Aufgabe standesgemäß, würde ich sagen, erledigt mit einem 4:0 Heimsieg. Ja, eure Kolleginnen, also Lina Magull, und auch die Bundestrainerin hat es auch gesagt vor einer Woche bei uns im Interview, Martina Voss-Tecklenburg, dass man einfach jetzt nach dieser Europameisterschaft so unglaublich viel mehr erkannt wird als zuvor, also auf der Straße oder beim Einkaufen oder sonst irgendwo. Wie geht es dir? Ist es bei dir auch so? Und wenn ja, wie geht es dir damit? Ja, also ich wurde jetzt noch nicht so oft angesprochen, aber ich glaube schon, dass man merkt, dass die Aufmerksamkeit auf jeden Fall höher ist. Bisher hatte ich nur positive Erfahrungen, dass man einfach sehr viel Feedback, sehr viel positives Feedback bekommen hat, dass ja einfach der Frauenfußball viel mehr im Fokus ist, dass viel mehr Leute sich das angucken und dass wir wohl auch sehr viele Leute begeistert haben. Das heißt, dass es einfach ja gerade eine sehr schöne Zeit ist, die man auf jeden Fall nutzen muss. Ja, also das kann ich so bestätigen, geht mir auf jeden Fall so. Und wie gesagt, deine Mitspielerinnen bestätigen das ja auch, dass und die Bundestrainerin hat es auch gesagt, dass sie selbst in Spanien von Einheimischen quasi erkannt worden ist. Also da habt ihr schon richtig was losgetreten. Jetzt geht der Liga-Alltag wieder los. Das Auftaktspiel war allerdings ja schon fast von der Stimmung her, ging schon so ein bisschen in die Richtung EM. Hast du es gesehen, das Auftaktspiel? Hast du es dir angeguckt? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, das war ja auch schon wieder ein tolles Zeichen, dass das Eröffnungsspiel direkt im großen Stadion war, dann auch wieder ein neuer Zuschauerrekord. Ich glaube, dass das genau das ist, was wir jetzt brauchen. Und ich hoffe, dass es jetzt nicht nur die ein, zwei Wochen oder ein, zwei Monate nach der EM so ist, sondern dass das auch langfristig so bleibt. Das wollte ich dich jetzt eben gerade fragen. Denkst du, dass es langfristig so bleiben kann? Oder meinst du, es geht vielleicht dann auch mal wieder so ein bisschen runter mit der Begeisterung? Ich hoffe es. Und ich glaube, dass wir dafür jetzt einiges tun, damit es so bleibt. Ich glaube jetzt auch das Spiel in Hoffenheim im großen Stadion, auch dass wir gegen München in die große Arena wieder gehen. Ich glaube, dass das alles super Zeichen sind. Und ich hoffe, dass das einfach auch weitergetragen wird. Aber ich glaube, dass die Vereine jetzt auch alle mitbekommen, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, um was zu tun. Und ja, ich glaube, dass das alle auch begeistert aufnehmen und dass auch die Zuschauer das ja auch zurückgeben. Sie kommen alle zahlreich und ich hoffe, dass es dann so bleibt. Ja, Stimmung war schon bombastisch am Freitag, das muss man wirklich sagen. Ne? Also war ich total begeistert, durfte das Spiel ja kommentieren, hat riesig Spaß gemacht. Jetzt hast du es aber schon gesagt, das ist so ein bisschen so der Königsweg jetzt gerade, habe ich das Gefühl, in die großen Stadien gehen. Also Frankfurt hat es jetzt gemacht, Hoffenheim macht es gegen euch am Samstag übrigens dann, ne? Topspiel ab, ich glaube, 19 Uhr ist Anstoß, 19:15 Uhr? 17:55 Uhr, glaube ich. 17:55 Uhr. Ja. Das Blöde ist, dass du nicht weißt, weil da bin ich nämlich vor Ort. Aber gut, dass wir drüber gesprochen haben. 17:55 Uhr ist der Anstoß. Genau, stimmt. 17:40 Uhr fangen wir mit der Übertragung an. Beim Magenta Sport Live sowie alle anderen Spiele natürlich auch. Also in die großen Stadien gehen, das ist so ein bisschen dieser Weg. Hast du denn noch konkrete andere Vorschläge, was man theoretisch noch machen könnte, um einfach ja, mehr Leute ins Stadion zu kriegen und diese Begeisterung dann auch tatsächlich über einen längeren Zeitraum halten zu können? Ja, ich glaube, dass vor allem eben auch das Marketing eine große Rolle spielt. Man muss die Leute natürlich auch darauf aufmerksam machen, dass wieder die Spiele sind, dass gegebenenfalls Highlight-Spiele sind, dass aber generell einfach ja der Fokus immer aufrechterhalten wird und es eben einfach nicht irgendwann abflacht, sondern genauso weitergeht. Aber ich finde, dass auch viel eine Rolle spielt, zum Beispiel, wie die Spiele übertragen werden. Ist es jetzt nur eine Kameraperspektive oder sind es vielleicht doch wieder drei, vier mehr Kameras? Und das macht dann doch einfach auch professioneller und ja, tut dem einfach viel besser. Und ich glaube, dass die Möglichkeiten da sind und dass das das einfach auch nochmal attraktiver macht und auch noch spannender. Und genau, das sind, glaube ich, so Sachen, die man einfach weiter pushen sollte. Das ist dann jetzt quasi ganz klar der Auftrag an uns, ne?
gewesen jetzt gerade. Alles klar, ist angekommen. Was hältst du von vom Einfluss der männlichen Kollegen, wenn wir darauf vielleicht mal eingehen? Es ist in Wolfsburg ja eh schon sehr ausgeprägt. Ich habe das auch erlebt, als ich vor Ort war mal schon vor ein paar Jahren. Da ist wirklich, man hat das Gefühl, die Männermannschaft und die Frauenmannschaft, die steht gleichberechtigt nebeneinander. Man sieht das auch an Plakatierungen und so weiter rund ums Vereinsgelände. Was würdest du dir wünschen vielleicht noch von deinen männlichen Kollegen, die ja dann vielleicht doch auch eine weitaus höhere soziale Medienreichweite oder überhaupt Aufmerksamkeit haben als ihr? Ja, ich glaube, dass wir in Wolfsburg da schon ein ganzes Stück vorangehen können. Ich glaube auch gerade, dass man letztes Jahr zu den Champions-League-Spielen in der großen Arena, dass wir da schon auch Unterstützung von den Männern bekommen haben, dass die das gepostet haben teilweise, dass es auch auf dem Social-Media-Kanal von den Männern gezeigt wurde. Und ich glaube, da können wir alle ja nur voneinander profitieren, die Männer genauso wie auch wir. Ich glaube, dass wenn man als ein Verein auftritt und sich gegenseitig pusht, hat man überhaupt nichts zu verlieren, sondern kann nur gewinnen. Und ich glaube, dass das auch in der Zukunft jetzt bei den Männern immer mehr ankommt, dass sie merken, okay, cool, es macht ja auch Spaß, sich Frauenfußball anzugucken, sich gegenseitig zu unterstützen. Und ich hoffe, dass das einfach genauso weitergeht. Das ist auch nicht nur in Wolfsburg so ist. Ich sehe jetzt auch, dass in Hoffenheim viel mit den Männern vor dem großen Spiel oder im großen Stadion jetzt, dass da zusammen Werbung gemacht wird. Und ich glaube, dass das gerade für die Zukunft eben wichtig ist, dass es nicht nur Frauen und Männer sind, sondern dass man eben gemeinsam arbeitet, dass man gemeinsam ein Verein ist und da zusammen die Ziele erreicht. Ja, hat man auch in Freiburg zum Beispiel gesehen, als da beim Pokalspiel ja auch, das war ja gegen euch sogar dieses Pokalspiel, ne? Ja. Wo die 3.500 da waren im Dreisamstadion. Ja. Da hat es ja auch super funktioniert. Also am Samstagabend dann im großen Stadion in Hoffenheim freue ich mich persönlich auch schon sehr drauf. 17.55 Uhr, wie wir jetzt gelernt haben, ist der Anstoß mal eine etwas andere Zeit am Samstagabend. Du bist ja den Weg gegangen aus Sinsheim von der TSG Hoffenheim zum VfL Wolfsburg. Wird das dann jetzt am Samstag besonders emotional für dich oder sagst du, gut, letzte Saison habe ich auch schon gegen die gespielt, das ist jetzt schon fast Alltag. Wie wird es sein für dich? Nee, ich glaube, dass es Alltag noch nicht unbedingt ist. Ich glaube, dafür war ich einfach zu lange in Hoffenheim und da ist einfach noch zu viel mit verknüpft. Ich freue mich einfach unheimlich darauf. Ich freue mich auch, da spielen zu dürfen in einem großen Stadion. Ich glaube, das ist für uns alle auch was Besonderes. Und ja, deswegen freue ich mich, die Gesichter wiederzusehen, viele Freunde, Bekannte. Und deswegen ist es auf jeden Fall ein besonderes Spiel. Also wenn du sagst, noch eng verknüpft, hast du noch viel Kontakt zu ehemaligen Mitspielerinnen dann? Ja, auf jeden Fall besteht der Kontakt immer noch. Klar, verändert sich die Mannschaft ja auch immer wieder. Das heißt, dass von Jahr und Jahr vielleicht die ein oder andere weniger dann in Hoffenheim ist. Aber der Kontakt besteht auf jeden Fall noch. Deswegen, ja, wie gesagt, das ist ein besonderes Spiel. Ich freue mich auch, die Funktionäre wiederzusehen. Ich meine, man war lange in dem Verein. Das heißt, da freut man sich doch, das ein oder andere Gesicht wiederzusehen. Gibt es da jemanden, auf den du dich ganz besonders freust? Möchtest du das sagen? Ja, ich glaube, das sind viele Menschen, die mich lange begleitet haben, auf die ich mich da einfach freue. Was hat dich denn damals eigentlich dazu bewogen, von Hoffenheim nach Wolfsburg zu wechseln? Ja, generell einfach für mich mal einen neuen Schritt zu wagen. Ich war 12 Jahre in Hoffenheim, hatte da eine sehr schöne Zeit, aber irgendwann war dann auch mal der Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte auch was Neues machen. Und mit dem VfL Wolfsburg, ich glaube, das überlegt man sich nicht zweimal, ob man da hingehen möchte. Und für mich war es genau der richtige Moment, der richtige Zeitpunkt und auch der richtige Schritt. Und ja, ich bin sehr froh, dass ich das in der Form gemacht habe. War das für dich so ein Gedanke dann auch bei diesem Wechsel so in die Richtung, das ist jetzt natürlich schon ein heftiger Schritt, der VfL Wolfsburg ein absolutes Top-Team, sprich, kann ich mich da so schnell durchsetzen, wie ich es mir vielleicht wünschen würde? Hattest du da ein bisschen Zweifel oder wie war das damals für dich? Ja, ich glaube schon, dass mir klar war, dass es nicht leicht wird in Wolfsburg. Man wechselt zu einem der besten Vereine Europas, wenn nicht sogar der Welt. Und dann, ja, es ist klar, dass es nochmal eine sehr große Herausforderung ist. Aber ich habe mich total darauf gefreut. Ich glaube, dass es, ja, ich hätte es mir nicht besser vorstellen können, das erste Jahr in Wolfsburg. Und bin sehr dankbar, dass es so gelaufen ist und auch immer noch läuft. Du hast ja ohne Ende getroffen in der letzten Saison, vor allen Dingen in der Champions League. Ich glaube, die zweitbeste Torschützin in der letztjährigen Champions League-Saison, also insgesamt. Sehr, sehr stark, wirklich. Das war toll. Ich habe da auch einige Spiele kommentieren dürfen in der Champions League. Es war ja dann doch am Anfang ein bisschen glücklich, wie es gelaufen ist, aber am Ende dann sehr, sehr souverän. Du bist also diesen Weg gegangen, TSG zum VfL. Die Rahmenbedingungen sind ja in Hoffenheim eigentlich auch ganz gut. Also da wird ja schon relativ viel in die Infrastruktur auch reingesteckt, auch bei der Frauenmannschaft. Trotzdem, was würdest du sagen, sind so die Unterschiede und wo ist vielleicht der VfL auch ein bisschen besser noch aufgestellt?
Ja, ich glaube, dass man hier in Wolfsburg einfach Top-Bedingungen hat. Ich glaube, es ist nicht nur von der Anzahl des Personals, glaube ich, dass hier Vollzeit angestellt ist. Das ist, glaube ich, schon nochmal ein großer Unterschied zu Hoffenheim. Ich glaube, dass es einfach ja, viele Kleinigkeiten sind, die man jetzt erst wertschätzt, wenn man weiß, wie es hier ist im Vergleich zu Hoffenheim. Ich glaube, dass Hoffenheim schon versucht nachzuziehen, versucht, ja, alles professioneller zu machen, es den Mädels so leicht wie möglich zu machen. Aber ich glaube, dass man schon noch sieht, dass Potenzial da ist. Und ich hoffe, dass Hoffenheim die Schritte weiter macht, damit es eben ja, immer spannender wird oben in der Liga. Jetzt kann man ja schon sehen, dass eigentlich die besseren Bedingungen ja dann bei den Mannschaften sind, die auch ein Herrenlizenzteam im Rücken haben. Also es sind ja viele auch diesen Weg gegangen. Der erste FFC Frankfurt ist jetzt unterm Dach der Eintracht seit 2 Jahren. Jetzt hat ja deine Mitspielerin Alexandra Popp da so eine kleine Diskussion aufgemacht, hat gesagt, es wird schwer werden für diese reinen Fußballteams, also für Turbine Potsdam, für die SGS Essen zum Beispiel. Also sie hat quasi denen so ein bisschen nahegelegt, geht diesen Weg doch auch. Wahrscheinlich wird es nicht anders gehen. Dann hat der Essener Trainer Markus Högner so ein bisschen gekontert, hat gesagt, was mischt sie sich da eigentlich ein? Das geht sie doch gar nichts an. Wie siehst denn du das? Wo stehst du da in der Diskussion? Gibst du deiner Mitspielerin recht oder denkst du, das kann vielleicht auch weiterhin ohne Probleme koexistieren? Ja, ich glaube, dass wir alle daran interessiert sind, dass es in der Liga für alle gleiche Bedingungen gibt. Und ich glaube, dass das im Moment aktuell in Deutschland noch nicht der Fall ist. Ich glaube, es wäre wünschenswert, wenn alle Spielerinnen, egal in welchem Verein sie sind, davon leben können. Und ich finde, da sollte jeder Verein einen Weg finden, um das zu ermöglichen. Und ich meine, mit der Fusion mit Männervereinen gibt es eine Option. Vielleicht findet der eine oder andere Verein auch eine Möglichkeit, das auf eine andere Art und Weise zu lösen. Aber ich glaube, das sollte das Ziel sein in Deutschland, dass alle Vereine und alle Spielerinnen die gleichen Bedingungen haben. Und ich finde, das sollte nicht nur langfristig das Ziel sein, sondern kurz- bis mittelfristig, eher sogar kurzfristig, weil es einfach, ja, finde ich, gibt es keine Diskussionen drüber. Das sollte so sein, dass einfach alle gleiche Bedingungen haben, alle den Fußball als Hauptberuf ausüben dürfen. Und ja, das finde ich, da sollten wir in Deutschland einen Schritt nach vorne gehen. Ja, vor allen Dingen jetzt in der Situation gerade, wo sich eher gefühlt so viel tut und so viel rührt, was das Ganze angeht. Jetzt habe ich schon angesprochen, letztes Jahr Champions League, das war hinten raus wirklich mitreißend ohne Ende, total unglücklich dann, wie es gelaufen ist für euch am Ende. Aber am Anfang war schon auch ein bisschen Glück dabei, die Qualifikation, dann auch die Gruppenphase, da ging vielleicht nicht alles so leicht von der Hand. Also ihr habt da letzte Saison schon so beide Seiten ein bisschen mitgekriegt, aber wart am Ende eben, wie gesagt, sehr souverän. Wie sind denn die Ziele für diese Saison? Ihr seid ja direkt qualifiziert als Meister, ihr seid direkt dabei in der Gruppenphase. Was habt ihr für Ziele? Ja, ich glaube, dass wir alle wissen, was wir für Potenzial in der Mannschaft haben. Und wir wissen auch, was möglich sein kann. Haben wir letzte Saison schon gesehen. Und selbst letzte Saison hatten wir noch Potenzial nach oben. Das heißt, ich glaube, als VfL Wolfsburg möchte man eigentlich immer die ja, Erfolge und Titel sammeln. Ich glaube, dass wir dieses Jahr schon sagen können, dass wir gerne auch ja, in der Champions League wieder da oben und weit vorne mitspielen wollen. Und ich glaube, dass ja, wir da schon versuchen, alle Titel, die es gibt, zu gewinnen. Oh, okay, das wäre doch mal wieder was. Wann war das letzte Triple? 13. 2013, ne? Ja, genau. Das wäre ja dann 10 Jahre her. Ist doch eigentlich ein guter Zeitpunkt, das wieder an den Start zu bringen. Also, Wäre sehr romantisch, ja. das wäre sehr romantisch, gell? Ja, Champions League ist natürlich auch immer schwierig. Da kann ja alles passieren. In der Liga allerdings muss man schon sagen, seid ihr eigentlich dieses Jahr der absolute Top-Favorit? Wenn man sich mal anschaut, eure Transferpolitik war jetzt wirklich sehr, sehr stark, die Mannschaft größtenteils zusammengehalten, kaum Hochkaräter abgegeben, dafür wirklich Hochkaräter aus der Bundesliga noch hin zugeholt. Also einfach mal eine Frage, wie soll irgendjemand euch eigentlich stoppen? Hast du eine Antwort drauf? Ja, ich glaube, dass man genug weiß, wie der Fußball eben ist und da kann einiges passieren, egal wie gut man den Kader aufstellt. Es kann immer alles passieren. Ich meine, man hat, wie gesagt, letztes Jahr auch bei uns gesehen, dass die Saison ganz anders laufen kann. Das sind manchmal eben so Schlüsselspiele, die plötzlich ganz anders laufen, als man denkt. Deswegen muss man einfach hochkonzentriert jedes Spiel angehen. Man darf sich wirklich so gut wie keine Fehler leisten und erlauben. Und ich glaube, da sind wir natürlich sehr gut aufgestellt, vor allem mit dem breiten Kader. Weil wir einfach auch letztes Jahr gesehen haben, wie unfassbar viele Spiele man hat. Und da ist es einfach wichtig, dass man so einen breiten und ausgeglichenen Kader hat. Aber man muss es trotzdem umsetzen, muss hochkonzentriert sein und ja, darf einfach nicht nachlassen.
Das hat den Bayern ja dann auch so ein bisschen hinten raus ja die Meisterschaft vielleicht dann gekostet oder zumindest bis zum Schluss mitzuspielen, weil sie eben im Laufe der Saison immer mal wieder so einen kleinen Durchhänger hatten. Wie schätzt du die Bayern ein in dieser Spielzeit? Weil wenn man jetzt mal davon ausgeht, es wird wieder ein Zweikampf, sagen ja auch alle anderen Mannschaften, auch Frankfurt sagt selbst, sie sind vielleicht noch nicht so ganz auf dem Niveau von Bayern und Wolfsburg. Wenn man also von diesem Zweikampf ausgeht, wie schätzt du euren Kontrahenten ein in dieser Saison? Ja, ich glaube, wenn man sich die Qualität von Bayern im Kader anguckt, dann sieht man da schon auch eine enorme Qualität, auch in der Breite. Ich glaube, dass sie jetzt mit dem Trainer einen coolen Trainer gefunden haben, das, was ich jetzt so gehört habe, der wird sie auch bestmöglich aufstellen. Ich glaube, dass sie schon eine kleine Zeit brauchen, um sich an das neue System, was sie spielen, zu gewöhnen, um sich an den Trainer zu gewöhnen. Aber ich glaube, dann ist Bayern immer, mit Bayern ist immer zu rechnen, egal wie, egal in welcher Zeit. Und ja, ich freue mich auf die Duelle und freue mich auf die Saison. Da triffst du ja dann auch auf die ganzen Kolleginnen aus der Nationalmannschaft. Mit Sicherheit auch ganz nett, wenn man da mal wieder gegeneinander spielt. Ja, jetzt möchte man hinten raus natürlich auch gerne nochmal ein bisschen was Privates über dich erfahren. Und ja, ich habe gelesen, dass eure einzige Frau Doktor quasi, die ihr im Team hattet, ja ihre Karriere beendet hat und jetzt nicht mehr mit dabei ist, Turit Knag nämlich. Aber du trittst jetzt in ihre Fußstapfen, oder? Ist das der Plan? Ist zumindest der Plan, genau. Ja, ich hoffe, dass das in 1-2 Jahren dann der Fall sein wird, genau. Ja, erzähl doch mal, was machst du da? Also du schreibst dann deine Doktorarbeit, du promovierst. Was hast du dir für ein Fach ausgesucht und was hast du für Ziele damit? Genau, ich promoviere im neuropsychologischen Bereich. Wir haben, das läuft auch noch ein bisschen mit dem Research Lab in Hoffenheim, dass es da die Helix Arena gibt, das ist ein 360-Grad-Raum und da haben wir ein Aufmerksamkeitstraining entwickelt für Patienten nach Schlaganfall und haben das jetzt in einer ersten Studie an Gesunden trainiert. Und jetzt in der zweiten Studie sind gerade Patienten dabei, das ja auszuprobieren und zu trainieren. Und wir hoffen natürlich, dass wir da positive Effekte finden können. Was ist das genau für eine Maschine? Das ist ja, es gibt ja diesen Footbonauten auch in Hoffenheim, wo irgendwie die Wände aufleuchten und da muss man da hinpassen. Ist das sowas Ähnliches oder? Genau, die Helix Arena ist ein 360-Grad-Raum, der dann eben auch man sich komplett, ja, es ist fast wie ein VR, nur in wirklich 360 Grad, in der du eben verschiedene Spiele spielen kannst. Wird auch von den Spielerinnen und Spielern in Hoffenheim genutzt. Und da gibt es dann verschiedene Trainingsmöglichkeiten und Spiele, sage ich jetzt mal, wie man da einstellen kann. Jetzt muss ich natürlich schon fragen, du spielst beim VfL Wolfsburg, das heißt, ihr habt in der Hochphase alle 3 Tage ein Spiel. Ich würde sagen, wenn man jetzt bei einem durchschnittlichen Bundesligisten spielt, mit jede Woche oder alle 2 Wochen mal ein Spiel, dann kann man das, aber wie schaffst du das? Wie kriegst du das hin, beides zusammen, Profifußball und Doktorarbeit? Ja, also generell bin ich natürlich auch dankbar, dass mir das überhaupt ermöglicht wird, auch eben über das TSG Research Lab, das ist natürlich nicht selbstverständlich. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, mir das sehr gut selbst einzuteilen, wie es mir am besten passt. Und ich merke einfach, dass es mir total gut tut, neben dem Fußball noch was zu machen. Und dann findet man doch die 1 oder 2 Stunden Zeit, um das eben zu tun, weil man einfach merkt, okay, ich kann da auch abschalten vom Fußball, kann meinen Kopf anderweitig anstrengen. Und ja, es tut mir gut. Und dann gibt es eben auch genug Auswärtsfahrten oder Flüge oder weiß Gott was, wo man den Laptop mal aufmachen kann und was tun kann. Aha, da sitzt du dann mit dem Laptop oder mit dem Buch in der hinteren Ecke und büffelst. Ja, sehr stark, also wirklich großen Respekt davor. Wirklich kann man sich ja gar nicht vorstellen, dass ein männlicher Fußball-Bundesligaspieler irgendwie noch nebenbei seine Doktor, also ich wüsste nicht, dass es sowas schon mal gegeben hätte, von dem her allergrößten Respekt dafür. Aber wenn du so viel zu tun hast, irgendwann musst du ja auch mal abschalten oder irgendwann ist doch mal dann auch kein Lernen und kein Forschen und natürlich auch kein Fußball. Was machst du dann? Ja, dann verbringe ich gerne Zeit zu Hause mit meinem Hund, mit meinem Freund. Wir gehen spazieren. Es gibt sonst genug andere Möglichkeiten, wie man sich die Zeit vertreiben kann. Und das genieße ich dann doch auch. Also das brauchst du auch gar nicht viel theoretisch, um dann wieder runterzukommen. Also irgendwie großartig noch andere Hobbys oder Sonstiges. Reicht dir dann die Familie? Quasi? Reichen mir dann, um ja, runterzukommen, was zu erleben. Und ja, ich glaube, dass das immer sehr schön ist, wenn man nach Hause kommt und es dann eben auch andere Themen gibt. Ja. Das solltet ihr euch, glaube ich, auch auf jeden Fall behalten. Und dann hoffe ich mal, dass du ganz viel erlebst in dieser Saison, wie du es gerade gesagt hast, dass du dann zu Hause schön in Ruhe verarbeiten kannst. Viel Erfolg im sportlichen Bereich, natürlich auch bei deiner Doktorarbeit. Schauen wir mal, was der VfL Wolfsburg macht in dieser Saison.
Und am Samstag geht es auf jeden Fall erstmal weiter für euch in der Liga. Du hast es gesagt, 17.40 Uhr sind wir dann auf Sendung für euch hier bei Magenta Sport. Und um 17.55 Uhr ist dann der Anstoß bei der Partie Hoffenheim gegen Wolfsburg aus der großen Arena mit Tabea Wasmuth, bei der ich mich sehr herzlich bedanke für die Zeit heute. Und wie gesagt, viel Erfolg euch, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bald wieder. Ciao, ciao. Dankeschön und tschüss. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.